Was geht ab, Leute? Willkommen zurück. Und wir haben jetzt ungefähr, ja, so eineinhalb, fast zwei Wochen sind jetzt vorbei, wo quasi meine Diät beendet ist, wo ich quasi jetzt in dieser sogenannten Reverse Dieting bin. Ja, das heißt also, ich versuche jetzt nicht einfach von 0 auf 100 wieder zum alten Plan oder zu den alten Kalorienmengen zu kommen, sondern ich versuche das so ein bisschen ganz, ganz langsam zu steigern. Das heißt also, das Training, was viel ist, langsam machen, vor allem was Cardio angeht, Woche für Woche das quasi ein bisschen weniger machen und dann entsprechend auch Woche für Woche langsam die Kalorien steigern. Wie es am Ende sein wird, dazu werde ich nochmal ein kleines Resümee-Video machen, sobald es mehr oder weniger vorbei ist. Bis jetzt klappt es ganz okay. Ein Cheat-Tag habe ich ja noch die Woche. Und ja, entsprechend muss ich natürlich ein bisschen meine Supplements ändern. Ich kann jetzt endlich wieder anständiges, zum Beispiel Whey-Protein benutzen. Ja, und ich habe jetzt auch gleich wieder eine Bestellung rausgehauen für meinen Sponsor. Und das Paket ist da. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal ganz schnell rein. Da ist quasi so das gute Stück. So, ist gerade eben erst gekommen. Und ja, wie immer, ja, hier oben alles. Info, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. So, ich habe mal wieder ein bisschen, was habe ich hier? Ja, Glutamin bestellt, ja, ein bisschen momentan für meine Regeneration. Solange vor allem die Kalorien recht niedrig sind, finde ich es eigentlich ganz gut. Dann gab es wieder ein kleines T-Shirt. Stimmt auch die Größe. Ja, müsste M sein, ja, M ist perfekt. Ich bin ja so ein kleiner Wicht. Damit. So, und dann habe ich mir natürlich massig Whey-Protein bestellt. Ich hatte ja bis vor kurzem noch hier Iso-Whey für die Diät, da spart man ein paar Kalorien. Aber jetzt, wo ich keine Diät mehr brauche, kann ich vor allem jetzt wieder hier zum ganz normalen Designer-Whey greifen. Und natürlich habe ich mich am meisten gefreut auf hier Pina Colada. Da habe ich mir wieder was anständiges Fruchtiges, da habe ich mir gleich auch gleich zwei Stück gekauft. Was haben wir noch, Oh, Strawberry White Chocolate gönne ich mir mal wieder. Mal gucken, ich habe mittlerweile vergessen, wie die alle schmecken. Ich habe ja immer hauptsächlich nur Strawberry gehabt. Ne, nicht Strawberry. Raspberry. Ja, dann nochmal natürlich Pina Colada. Dann habe ich hier Peach. Mal gucken, das habe ich noch nie probiert. Mal gucken, wie das schmeckt. Und natürlich nochmal hier mein Favorite momentan. Das ist Raspberry. Ja, ich möchte nochmal ganz kurz, vor allem was für mich absolut für das Designer Whey spricht. Ich weiß nicht, kann man das jetzt hier sehen? Die Werte, ja, die sind halt absolut top. Ich kann es mal lesen. Hier 81, 4 und 5. Also Eiweiß 81 Gramm auf 100, 4 Gramm und 5 Gramm. Das ist bei den anderen, nimmt sich das aus nicht, auch nichts. Ja, Pina Colada, da haben wir 79, 4 und 5. Ja, ich glaube, ihr könnt das nicht lesen, aber ist auch egal. Müsst ihr mir einfach glauben oder einfach checkt das mal selber ab. Ja, die Links findet ihr immer unter der Beschreibung. Oh, jetzt ist ja noch eins. Was habe ich da? Ah, Mochaccino. Ja, vielleicht auch für morgens zum Kaffee mischen. Ich werde mal so was Kleines probieren, vielleicht funktioniert das ja. Mal gucken. Und natürlich habe ich mir nochmal nicht entgehen lassen, natürlich hier diese Flavor, dieses Flavin Tasty, diese Geschmacksdinger. Ich habe mir nochmal Vanille und Cookies geholt, ja. Und diesmal probiere ich auch nochmal was Neues, und zwar Strawberry Cheesecake. Ja, die kann ich einfach nur empfehlen. Super lecker, vor allem auch für Magerquark und sowas. Oder auch für meine Kranken. Kennt ihr das Video? Die Gurken, die geflavorten Gurken für zwischendurch. Ja, genau. Also, das ist wie gesagt, ich bin jetzt halt, wie gesagt, so ein bisschen auf Designer-Way, auf so normale Way quasi umgestiegen, wo man ein paar mehr Kohlenhydrate und Eiweiße hat. Mehr Kohlenhydrate und Fette. Eiweiß ist ein bisschen niedriger als jetzt bei einem Isolat. Aber ganz im Ernst, ja, für den ganz normalen Hobbysportler, wäre jetzt nicht so auf Top-Elite-Level oder für was Besonderes, sage ich mal, braucht ihr das nicht. Also müsst ihr nicht viel mehr Geld ausgeben für irgendwelche Isolate oder ähnliches. Gut. Ja, das war es erstmal hier für mein Unboxing. Die kleine Box. Und ich schaue mal jetzt, wie es weitergeht. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen arbeiten gehen. Und ja, ernährungstechnisch muss ich ganz ehrlich sagen,
Ist natürlich hart, ja, also hart in dem Sinne, dass natürlich die Diät ist vorbei, man hat sein Ziel erreicht und jetzt kommt quasi eine neue Phase, wo man sich quasi langsam wieder zurück ins Leben erklimmt, obwohl man eigentlich so ein bisschen im Kopf auch diesen Gedanken hat, naja, also theoretisch komm, scheiß drauf, ja, dann ist halt nochmal jetzt gleich schon mal von vorne an nochmal 1000 Kalorien mehr am Tag, ja, dann bist du wenigstens satt, dann musst du dir nicht nochmal das Ganze so geben. Ich finde sogar, es ist anstrengender, leicht anstrengender als die Diät an sich. Und vor allem, es kommen jetzt nochmal ein paar Feiertage, das heißt also Cheat Days gibt es auch nochmal. Mal gucken, wie ich das Ganze mache. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dass ihr da live dabei seid. Ob ich jetzt mit diesem If It Fits Your Macros mache oder drauf scheiße und sage, drauf geschissen, dann esse ich heute nochmal 5000 Kalorien. Naja, mal gucken. Okay, das war das mal kurz von mir. Danke fürs Zuschauen, bis demnächst. Und natürlich liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Bis dann.